Leute, was geht? Ich bin Sorobeki. Ich bin wieder am Start mit einem neuen Video für euch. Und diesmal habe ich die schlimmsten Probleme, die wirklich jedes Mädchen kennt. Wirklich jedes Mädchen kennt es. Und zwar die Periode. Eine Woche durch die Hölle gehen und einfach nur mega verfressen, aggressiv, leicht reizbar, total emotional sein. Alles. Es ist die schlimmste Woche im Monat. Jungs haben es so viel einfacher. Manchmal würde ich gerne tauschen. Wirklich jetzt. Bestimmt kennen aber ganz, ganz viele von euch die Probleme auch. Und ja, ich würde sagen, wir labern nicht so viel. Starten direkt damit und push. Oh yeah. Ich sehe es jetzt schon. Oh mein Gott. Du kannst deine Periode nicht ohne eine Wagenladung voll Toilettenpapier hinter dich bringen. Menstruations-Starter-Pack, Leute. Toilettenpapier, Toilettenpapier, Toilettenpapier und Toilettenpapier. Es ist echt so. Richtig schlimm. Boah, Leute, das ist jetzt mega TMI, aber es ist einfach so. Man muss einfach mal darüber reden, ja? Wenn du in der Schule zum Beispiel gerade bist und dann kriegst du deine Tage und du hast nichts mit und deine Freundinnen haben natürlich auch nichts mit, dann ist das dein Starterpack. Schlimm. Richtig schlimm. Du bekommst deine Periode nie, wenn gerade mal kein wichtiges Ereignis bevorsteht. Ja, wenn du einfach mal dein Hochzeitsdatum schon planst und dann merkst, dass du genau dann deine Periode hast. Ja, oder du möchtest gerne mit Freunden im Sommer schwimmen gehen. Ciao, kannst du vergessen. Wird nix. Ey, ohne Mist jetzt, das ist das Schlimmste ever. Wirklich. Ich kenne dieses Problem wie Sau. Oh mein Gott. Wo wird so eine Hose verkauft? Und welcher Typ zieht so eine Hose an? Ne, vielleicht will er seine Freundin ja irgendwie besser fühlen lassen. Wenn er damit rumläuft, während sie ihre Tage hat. Das sind Relationship Goals. Auf jeden Fall, wie du denkst, wie deine Hose aussieht, wenn du gerade deine Periode hast und du dich einfach mal für eine Weile hingesetzt hast. Ja, oder einfach nur so. Ich meine, generell, wenn man helle Hosen anhat und so, du fühlst dich, als würdest du so aussehen. Boah, sieht das mies aus, ehrlich. Wer auch immer diese Hose designt hat, der gehört in den Knast. Das geht gar nicht. Boah, Alter, das ist fast so schlimm wie diese Periodenfleck-Leggings. Boah, ii. Aber was denkt man sich auch noch dabei, wenn man sich die Hose kauft? Keine Ahnung, was ist los? Du kannst deine Periode nicht haben, ohne dabei leichte Stimmungsschwankungen zu verspüren. Ich während meiner Periode. Im einen Augenblick fühlst du dich hässlich und im anderen Augenblick mega schön. Oder du bist in einem Augenblick total verheult und die ganze Welt ist scheiße. Und im nächsten Augenblick bist du Beyoncé 2.0. Es ist einfach so. Oder jemanden diesen Blick zuzuwerfen. Wenn deine Freundin gerade ihre Periode hat. Oh, Babe. Die hatten leider nicht diese Süßigkeiten, die du haben wolltest. Aber, okay, macht nichts. Ich bin gleich wieder zurück. Genau so ein Blick. Ja, man ist dann mega pissed. Mega pissed. Man meint es echt nicht böse, ja? Man ist nicht sauer auf seinen Freund, eigentlich. In dem Augenblick aber schon. Wenn er nicht mit deinem Lieblingsessen wiederkommt, du drehst durch. Du wirst so sauer. Du kannst all deine normalen Klamotten nicht tragen, weil du Vorkehrungen für Blutflecken und dieses Gefühl des Aufgeblähtseins treffen musst. Hose und Röcke, die ich besitze. Hosen und Röcke, die ich trage während meiner Periode. Nur die schwarze Hose. Weiße Hosen kannst du vergessen. Helle Klamotten kannst du vergessen. Kleider kannst du vergessen. Röcke kannst du vergessen. Im Sommer richtig schlimm. Im Winter geht's ja noch. Aber im Sommer, vergiss es. Du musst wirklich immer schwarze Jeans tragen. Ansonsten hast du die Arschkarte. Es wäre nicht deine Periode, wenn du dich nicht mindestens einmal in Fötusstellung auf dein Bett vor dich hin vegetierst. Ja. Genau so sieht es aus. Wirklich 1:1. Wenn ihr euch mal fragt, warum ein Mädel irgendwelche Turnübungen auf ihrem Bett da macht, so ein bisschen bescheuert aussehen, oder vielleicht die Schwester oder so, dann wisst ihr Bescheid, was los ist. Aber man versucht, irgendeine Position zu finden, die einen die Schmerzen nehmen. Und es funktioniert einfach nicht. Ich fühle so mit ihr, ne? Sie sieht auch schon so gequält unten aus, auf dem letzten Bild. Wie es sich anfühlt, wenn du gerade deine Periode hast. Was zum Teufel machen diese Sims da? Ist das wieder irgendein Bug, Leute? Ja, es ist leicht verstörend, aber für alle, die nicht wissen, wie sich sowas anfühlt, so wie es da aussieht. Wenn ich gerade Krämpfe habe und jemand mich anschaut. Ja, sowas von. In der Schule, da wirst du ja besonders arg immer angeguckt. Ey, du bist so aggressiv, ne? Wenn du gerade mega Schmerzen hast und dann haben Leute kein Verständnis dafür, vor allem Lehrer nicht. Die wissen doch gar nicht, wie das ist. Die wissen es echt nicht. Da musst du dich wirklich zusammenreißen. Niesen, während du deine Periode hast. Oh Leute, das ist wirklich unangenehm anzusprechen, aber ist so. Ich während meiner Tage, ja, normal, ganz normal. Du durchlebst alle emotionalen Stadien, die es so gibt. Wenn deine Binde verrutscht ist, geil, und du sowas in der Öffentlichkeit machen musst, aber warum sieht es bei ihm zum Teufel genauso aus?
Was ist da nur passiert, dass es bei ihm so aussieht, als wäre es genau dasselbe Problem? Was ist los? Ist seine Boxershorts verrutscht oder? Oh, nee. Aber wie gemein muss man sein, ihn dabei zu fotografieren? Ja, das ist so fies. Wenn deine Tage endlich vorbei sind, ja, und so fühlst du dich. Alter, du könntest feiern. Du fühlst dich endlich wieder normal. Sowas könntest du machen, wirklich. Vor Freude. Wie es aussieht und wie es sich anfühlt. Man denkt so, das ist nicht schlimm, aber es ist echt wirklich schlimm. Also es kann schlimm sein. Einige sind ja eher verschont vor großartigen Schmerzen. Aber es gibt wiederum einige, bei denen ist es richtig heftig. Also ich kann es verstehen. So kann man sich das ungefähr auch vorstellen. Eine Woche vor deinen Tagen. Ja, Fressattacke hoch 1000. Boah, Alter, du isst den letzten Scheiß. Du isst den letzten Scheiß, Mann. Diabetes klopft schon an deiner Tür. So schlimm ist das. 3 Tage vor deiner Periode. Alles könnte dich zum Heulen bringen. Jo, so fühlt man sich wirklich. 1 Tag vor deiner Periode. Oh mein Gott, ey. Ehrlich jetzt. Warum stimmt das alles sowas von? Warum? Du bist so aggro und meistens schnauzt du jemanden einfach grundlos an und dafür kann er eigentlich nichts. Aber es liegt einfach daran, dass du deine Tage bekommst. Und am Ende bereust du, dass du so zu der Person warst. Kennt ihr das? Jedes Mal. Jedes Mal. Während deiner Periode, ja. Wärmflasche ist dein bester Freund zu dem Zeitpunkt. Es gibt nichts Besseres als Wärmflasche. 1 Tag nach deiner Periode und du fühlst dich wieder King. Du fühlst dich wieder am Leben, wieder ganz normal und es ist nie was passiert. Jedes Mal. Achte mal darauf, was du googelst, während du deine Periode hast. Was steht da? 3 Arten, wie man die Krämpfe wegbekommt. Kann die Periode dich umbringen? Wer hat das auch schon einmal gegoogelt? Ey, jeder hat das bestimmt schon mal gemacht. Ich hab's auch schon gemacht. Ich weiß nicht warum, aber man fragt sich das ernsthaft. Weil es ist doch nicht mehr normal, denkt man sich so. Können meine Tage nach 1 Tag schon weggehen? Ja, ich wünschte, es wäre echt so. Aber es hat man auch bestimmt schon einmal gegoogelt. Und zuletzt, wie bringt man deine Periode dazu, für immer zu stoppen? Ja, ich wünschte, das wäre so einfach und Google würde einem wirklich vernünftige Antworten geben. Aber am Ende landest du bei irgendwelchen tödlichen Krankheiten, die du hast. Stattdessen, obwohl du eigentlich nur gegoogelt hast, wie man die Krämpfe bei der Periode zum Beispiel stoppen könnte oder so. Da kommt der letzte Bullshit mal raus. Leute, hört auf zu googeln. Hört bitte auf. Das wird nichts. Das wird einfach nichts. Ja, wenn du keine Binde trägst und wenn du eine Binde trägst. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Muss man einen schon wieder an diese Scheiße erinnern? Es ist wirklich so. Es ist so unnötig. Es ist so unnötig. Warum? What the fuck ist das? Ey Leute, ich liebe SpongeBob, aber ernsthaft jetzt? Wenn du dich jemals schlecht fühlst, denk mal wenigstens einmal daran, dass du wenigstens nicht das Model für SpongeBob-Tampons bist. Ehrlich jetzt, dagegen sind ja die Periodenprobleme gar nichts. Ach du Scheiße, muss man vorstellen, du bist ein Model dafür. Lass es in deiner Setcard drin. Weiß nicht so recht. Nee, Mann, das versaut mein Bild von SpongeBob. Oh nee, ich will diese Sachen nicht in meinem Kopf haben. Ich will es nicht. Während ich meine Tage habe. Ja, als könnte es das nicht besser beschreiben. Lecker. So lecker. Ich einmal im Monat, nachdem ich diesen richtig großen Oversize-Cookie gefressen habe. Ja, so fühlt es sich an. Ist einfach so. Falls sich jetzt einige denken, man sollte Angst vor uns haben. Ja. Zu der Zeit glaube ich schon. Sneaky, sneaky. Boah, Leute, wer hat das auch schon gemacht? Wer hat das auch schon gemacht? Ich wusste gar nicht, dass es so viele tun anscheinend. Ey, ich dachte so, ich wäre immer King mit dieser Idee. Aber anscheinend haben die mehrere gehabt. Ja, ehrlich jetzt. Man denkt, dass es auch unauffällig ist, es meist aber nicht. Im schlimmsten Fall fällt dir das Ding runter. Oder man sieht das halt, ne? Also wenn man jetzt so einen Schlabberpullover hat, dann sieht man das eher weniger. Aber bei so engen Pullis fällt halt so ein klein wenig auf. Aber egal. Man fühlt sich sicher damit, das irgendwie mit auf die Toilette zu nehmen. Weil ansonsten ist es einem meist irgendwie unangenehm. Vor allem, wenn alle Leute einen in der Klasse so arg immer angucken. Aber es ist echt so, ich habe das schon richtig oft gemacht. Weil du willst ja auch nicht immer deine ganze Tasche mitschleppen, ne? Weil das ist irgendwie noch auffälliger. Vor allem, wenn du mitten im Unterricht auf Toilette musst und dann deine ganze Tasche mitnimmst. Der Lehrer denkt, du willst schwänzen oder so. Das geht nicht. Aber ich habe mich trotzdem immer Boss gefühlt mit dieser Erfindung. Ich dachte ernsthaft, das wäre meine. Das ist irgendwie komisch, dass so viele auf dieselbe Idee kommen, oder? Es ist seltsam. So Leute, das war's auch schon mit dem Problem. Ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr diese Probleme auch kennt und sie auch so abnormal hasst. Es kann so ätzend sein. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob es euch ziemlich bekannt vorkommt.
Oder eher weniger. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video und ich habe euch so, so da lieb. Bye!